Hola, grüß Gott, buenos dias, buenos tardes, liebe Leute, wo auch immer Sie sitzen, stehen, liegen und jetzt hier eingeschaltet haben und dabei sind beim Ibiza Kurier YouTube-Kanal. Ibiza Kurier, das ist die deutsche Lokalzeitung für Ibiza und Formentera. Gibt es seit 2013 und wir berichten monatlich über lokales Geschehen, lokale Politik, lokale Wirtschaft, Kultur und Ökologie, Freizeit, Nachtleben, alles was dazugehört und es ist eine ganz schöne Menge. Und damit es Ihnen einfach nicht langweilig wird, immer bis die nächste Ausgabe erscheint, die nächste ist jetzt die Juli-Ausgabe, am 1. Juli erscheint die, haben wir hier seit einiger Zeit eben den Kanal auf YouTube, dass wir zwischendurch auch Ihnen hier die Möglichkeit geben, einfach mal zu schauen, wie ist das Wetter auf Ibiza? Was machen die Leute auf Ibiza? Ist alles schön auf Ibiza? Und ja, und ich habe Sie ja jetzt schon in den letzten Episoden von Ibiza ungeschnitten mit an den Strand genommen oder auf die Straße oder auch Leute zu Hause besucht. Das werden wir heute auch tun. Ich stehe hier in der Nähe vom Hippodromo-Kreisel, heißt es hier bei den Einheimischen. Also das ist so zwischen dem Hippodromo San Rafael und Puig den Valls im Campo. Also im Grünen und bin hier verabredet mit der Tanja Schöndorf, auch eine hier auf Ibiza lebende Deutsche, die uns gleich selber erzählen wird, wie sie es denn hierher verschlagen hat. Ich möchte nur kurz noch eine Anmerkung machen in eigener Sache. Unsere Serie hier heißt Ibiza ungeschnitten aus einem ganz bestimmten Grund. Erstens mal drehen wir alles an einem Stück weg, denn wir möchten uns ein bisschen abheben von den modernen TV-Sendern oder diesen ganz aufwendig hergestellten Film, da wir erstens mal sind wir eine Zeitung, also noch ziemlich klassisch unterwegs, was journalistisches Arbeiten angeht. Und die bewegten Bilder sind natürlich wichtig in der heutigen Zeit, deshalb eben auch der YouTube-Kanal, aber ist nicht unser Hauptaugenmerk. Unsere Kompetenz liegt in der Produktion von der Zeitung, von den Nachrichten, die Sie darin lesen, auch die Webseite, dürfen Sie gerne mal nachschauen, ibizakurier.de oder es. Und daher kann es natürlich sein, dass die Qualität manchmal hier, dass irgendwas schief geht, ein bisschen der Ton wackelt oder das Bild wackelt oder mal eine Stelle, eine Sequenz unscharf ist oder wenn man von der Sonne in den Schatten geht, dass die Kamera einen Moment braucht, da nachzukommen. Und ich möchte mich gar nicht entschuldigen, denn ich lese einfach immer die vielen tollen Kommentare, die anderen Kommentare, die dann sehr herablassend oft da daherkommen und sagen, ja, da war es jetzt wieder was unscharf oder sowas. Die versuche ich zu ignorieren, gehen einem natürlich schon nahe, denn diejenigen, die da so rummeckern, die meisten leben gar nicht auf Ibiza. Und ich finde, man sollte es wertschätzen, dass wir hier überhaupt uns hinstellen und das machen. Und wie gesagt, wenn jemand wirklich hundertprozentige Top-Qualität möchte, bitte Ibiza Kurier abonnieren, lesen. Und da können Sie dann gerne auch das Haar in der Suppe suchen. Bei Ibiza umgeschnitten auf YouTube. Ibiza ist tranquilo, entspannt und da kann ich es jetzt auch einfach, möchte es gar nicht so weit ausbreiten, das Thema. Einfach nur nochmal alle Zuschauer, die meinen, dass wir hier irgendwas Stümperhaftes produzieren, machen Sie es einfach besser und oder gehen Sie auf einen anderen Kanal. Ist doch jetzt kein Problem, Sie müssen das ja jetzt nicht angucken. Für alle, die angucken wollen, gehen wir jetzt rein und gehen die Tanja mal besuchen, wenn sie denn da ist, ich hoffe. Hallo! Jemand zu Hause? Hallo Tanja! Hi! Du hast gesagt, ich soll einfach reinkommen. Ja? Muss ich keine... Ach, hier ist schön. Ja, ist ein bisschen gleich mit mehr Schatten. Wir haben also Mitte Juni und es ist ganz ordentlich heiß. Oh. Hallo Rika! Hallo! Schön, dass du gekommen bist. Hallo! Endlich. Wir haben schon ein Begrüßungskommando. Hallo Tanja! Hi! Hallo! Die Bärbel. Ich halte mal den Abstand. Und hallo Bärbel. Ich sehe schon ganz Corona-konform. Entspannt. Ich halte gerne Mindestabstand. Oder darf man den auch mal? Klar. Das ganz ist die weit. Bärbel. Und wie viele Bärbels hast du? Naja, eine. Eine. Da hat jede ihren eigenen Namen. Okay. Aber die vergesse ich dann und dann tausche ich die aus wieder. Ach so, okay. Ich habe von dir gehört, dass du die Hühner-Tanja bist. Ja. Ist das so oder warum? Hat sich so ergeben. Das ist, eines Tages kam mein Mann und sagte, heute kommen die Hühner. Und dann habe ich gesagt, ja wie, was? Und dann hat er da den Stall zusammengezimmert und dann waren die Hühner da. Wie? Und dann war ich so begeistert von denen. Wie lange ist das jetzt her, dass du aufs Hühner gekommen bist? Letztes Jahr. Ach so? Okay. Letztes Jahr erst.
Das heißt, dein Mann hat den Stall hingebaut und die Hühner? Na, die erst waren die Hühner da und dann hat er erst den Stall gebaut. Okay, und wie viele habt ihr jetzt insgesamt? Ich schätze so 23. Okay, da können wir, hast du gesagt, auch mal kurz vorbeischauen. Da schauen wir jetzt mal hin. Ja, warte, warte. Oh. Hui. Ja, die sollen mal vorgehen. Aber bevor wir uns hier aus diesem schönen Schatten rausbegeben, ich finde es hier ganz arg toll unter dem Bougainvillea. Bougainville. Und du siehst auch fantastisch aus in diesem Setting. Ja, vielen Dank, dass wir hier kurz vorbeikommen dürfen. Gerne. Tanja Schöndorf, ganz kurz für dich, für uns oder für Sie als Background. Ja. Woher kommst du ursprünglich aus Deutschland? Garmisch-Partenkirchen, aus den Alpen, ja. Aus den Bergen. Aus den Bergen, und wie hat es dich nach Ibiza verschlagen und wann? Uff, das ist, ja, ich bin mit 17 von zu Hause weg nach Frankreich zu meinem sehr viel älteren und sehr exzentrischen französischen Freund. Da sind wir dann, haben wir in Guadeloupe gelebt, in Südfrankreich und also durch Indien und also, ja. Dann war das plötzlich, um schnell zu machen, vorbei und ich kam nach Hause zurück nach Garmisch und sagte, ja, und jetzt? Und dann kam mein Vater ins Spiel und der sagte, ja, da habe ich einen Freund aber in Ibiza, da könntest du hin. Dann habe ich nur gesagt, um Gottes Willen, nicht nach Ibiza, also ich doch nicht. Wieso? Das ist Vorurteil, was, ne? Was für Vorurteile hattest? Nur das, was ich im Fernsehen gesehen, okay, habe, ne? So wie du das ja auch kennst. Und dann hat er gesagt, nein, nein, pass auf, da gehst du zu Fritz Zwinker. Fritz Zwinker. Mhm. Und da bin ich hin und da habe ich angefangen. Und ja, mitten als zum Jobben. Zum Jobben und da habe ich Teller gewaschen, da habe ich bedient. Das ist in Salinas. In Salinas. Gibt's auch noch, ja, es gibt es immer noch. Ja, da sehr, sehr nett. Da hattest du also deinen ersten Job als junge Frau, als Teenager. Ja, ja, ja. Und das war dann gleich der ganze Sommer? Das war der ganze Sommer erstmal, okay, ja. Da kam ich schon gleich mit dem Hund an. Den hatte ich noch von Indien dabei. Okay. Und was hast du für einen beruflichen Background? Katastrophe. Also das war Schulabbrecher, Punker, nichts hat gepasst. Ich wollte nur frei sein und ich wollte nur alles das. Eigentlich immer nur das Gegenteil. Also dann hat mich meine Mutter mehr oder weniger in so eine Kosmetikschule geprügelt, also Privatschule, ja, sehr teuer. Ja. Und das habe ich jetzt als Ausbildung natürlich nie wirklich damit, echt nein, praktiziert. Nie. Nein, das hat mir, okay, natürlich auch nicht gefallen. Passt ja auch also gar nicht. Also du führst zu mir dein eigenes Leben doch recht außerhalb der Konvention dann. Die mochtest das schon nicht so, oder? Nee. Ich, ja, war immer dagegen, immer gegen aber alles. Aber dann hast du doch auf Ibiza wahrscheinlich dich auch wohlgefühlt, weil hier ist ja wirklich ein Sammelsurium an Menschen. Ja, ja, oh mein Gott, der arme Fred, der hatte seine liebe Mühe, weil er war ja meinem Vater auch ein bisschen schuldig, dass er auf mich achtet oder guckt. Ich bin natürlich Tür auf und hier bin ich, ja. Ja, du hast und der immer hinterher, weißt du, der Rocktiefer, die Schuhe, das Make-up. Oh Gott, ja. Also du warst Arme da auch bestimmt ein Eyecatcher, ein Hingucker, oder? Nee, nee. Nur ja, also ich habe mich schon jetzt erstmal anpassen müssen. Also die sind schon ausgeflippt, angezogen, die Ibizenkers, die Leute hier von Ibiza. Du hast aber auch eine Liebe zur Natur, muss man ja wohl, die Berge hast du jetzt hier nicht, aber du hast dir hier doch so eine eigene kleine Oase geschaffen. Ich sehe da im Hintergrund noch mehr so Beate Charlotte. Bärbel. Und Charlotte! Und Charlotte! Komm doch mal her! Charlotte! Komm mal her zu mir, komm! Komm, Mäuschen! Na, komm doch mal her! Zeig dich jetzt mal! Jetzt kommen aber alle! Charlottchen! Aha, hinten anstellen. Hinten anstellen. Hinten anstellen. Hinten anstellen. Charlotte hat hier VIP-Status. Ja. Sehen Charlotte. Sie, Charlotte? Charlotte schläft neben meinem Bett in ihrem Körbchen und beim Fernsehen schauen sitzt sie neben mir auf dem Sofa. Das eigentlich auf mir, aber jetzt ist sie zu schwer. Wie schwer ist denn so? Ich habe sie noch gar nicht gewogen, aber ich denke, also die Charlotte hat schon. Uiuiuiui. Charlottchen. Da unter an der Backe, da magst du das. Alles an der Backe, da mag ich es auch. Oh, die guckt auch richtig zufrieden gleich. Hallo Charlotte. Ja, und wie kam die in euren Haushalt? Ja, die habe ich um drei Ecken von einem Farmer bekommen. Die kleine, dicke. Wird die noch größer? Naja, es ist ein Mini-Pick, aber. Charlotte, komm, komm, komm. Ich geh mal da ein bisschen mit. Ups. Aber wenn man nicht aufpasst, dann werden sie groß. Wollen wir schnell füttern zusammen? Ja, gerne. Ich will dich auch gar nicht so lange aufhalten. Du hast ja sicherlich einiges zu tun. Hier haben wir ein paar Beates und Bärbels und so.
Tine und die, Elke. Das sind praktisch, Susanne. Die können die Moskitos dann da gleich rausfressen. Hallo. So, kommt mal alle mit. Hier ist am Sandbad. Sandbaden. Wow. Da schreien sie schon da unten. Was für ein Luxusleben haben deine. Hui, hui. Also gut, gut, du gehst voran, ich folge, weil ich kenne mich nicht aus. Geh mal einfach mal hinterher. Hallo, schnell, 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 hoppi, hoppi, hoppi. Na, die sind gemütlich. Stolper nicht? Nee. Ich habe hier drei verschiedene Menüs, weißt du? Oh, also... Vorspeise, Hauptspeise und Nachtisch. Naja, einmal für die Hühner, einmal für die Schildkröten, einmal für die Ziegen. Schildkröten gibt's auch. Oh, da sind die Ziegen. Guck mal. Hallo. Hallo. Können wir damit rein? Ja, natürlich. Im Mist. Wir müssen mit rein. Oh. Also sie müssen mit. Und dann so. Hier zumachen oder auf? Nee, auflassen. Die machen jetzt ihre Runde. So, wir gehen eins weiter. Müssen wir gucken, wie die Sonne steht. Okay. Hier, da ist er. Hier mein Neuzugang. Lorenzo. Lorenzo, das Schaf? Den habe ich erst seit ein paar Stunden. Der war... Das Maskottchen von Calamattina, vom Strand. Okay. Der gehört zu einem, ich komme gleich zu dir. Der ja. gehört zu einem, sagt man, Bademeister und dann, aber das ging ja jetzt nicht mehr, ne? Okay. Dann muss ja arbeiten, dann muss ja gucken, dass er keiner ertrinkt. Wo kam der zu mir, Lorenzo? Komm gleich zu dir. Ja. Ja, aber hier die Küken. Tschüss, jetzt kommen sie alle. Oh. Und dann die Henne, dann nimmt sie das Brot und legt es zu ihren Küken. So, jetzt, komm. Macht ihr mal. Es soll Brot und Manna regnen oder so, hieß es doch in der Bibel, ne? So ähnlich stelle ich mir das vor. Wollt ihr mal die Eier sehen? Ja klar, gehen wir mal die Eier angucken. Gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Habt ihr gut gemacht. Okay, guck mal hier. Achso. Tata. Okay, gucken wir mal da rein. Oh, wow. Da waren sie wieder fleißig. Ja? So, jetzt gehen wir noch eben zu. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Okay. Wie oft fütterst du die am Tag? Einmal morgens, einmal abends. Ich koche für die. Reisnudeln. Aber das frisst sie dann immer auf. Und soll ich jetzt hier zumachen, oder? Nee, lass ruhig offen. Okay. Lorenzo. Hallo. Puppi. So, klein Böckchen. Die kriegen auch noch was? Die gucken Gleich. Mich so, die gucken mich so fordernd an. Ich hab nichts. Hier. Oh, yummy, yummy. Fein, aber... Guck mal, Rika, komm mal rein. Der hat ein Problem, der hat es noch nicht gelernt. Der hat noch nicht gelernt, alleine zu trinken, das haben die dem nicht gezeigt. Oh. Und jetzt muss ich alle, was der Durst hat, ne? Oh. Langsam. Der hat noch nicht gelernt? Der hat es noch nicht gelernt. Aber ich nehme den jetzt sowieso gleich mit drauf, mit den anderen. Weil der ist gewohnt, mit dem zusammen zu schlafen und wie ein Hund halt. Ja. Und, aber da brauche ich mehr Zeit. Wie gesagt, ich habe ihn gerade erst bekommen. Okay. Gut, ich komme gleich nochmal zu dir, gell? So. Das heißt, du hast keinen Kompost, sondern deine Tierchen, die sind auf der Kompost. Ich komme gleich, ich gehe gleich mit dir. Oder wir Ruhe. Stellen uns hier kurz in den Schatten unter diesen Gerne. Baum und können da noch ein bisschen reden. Bei hier unterm Baum. Komm mal her. Ja, hier wohnt ja noch ein Häschen. Na, komm mal her. Ah, die Hunde nicht. Ah.
Die Hunde. Sorry, wenn ich hier jetzt so ein Tohuwabohu durcheinander bringe, aber komm mal in Schatten. Och. Ja, da ist man ganz froh über so einen Algaroba-Baum. Ne? Wobei, die haben den auch ganz schön abgefressen hier. Bis ja. Sag mal, du, wie viele Tierchen hast du denn jetzt insgesamt? Ich kann es kaum noch zählen. Also die 3 Ziegen, ihn jetzt, das Schweinchen, die Hühner, die 2 Schildkröten. Da ist eine große, dann gibt es da noch eine kleine. Jetzt ist sie weg. Ich komme. Ah! Oh! Eine kleine, das ist die kleine. Das ist die große. Das ist die große. Ist das so eine Original-Libizenk? Ja, griechische Landschildkröten, sagt man. Die fühlt sich jetzt aber nicht belästigt, wenn ich die so... Nein, eigentlich nicht. Die ist ja recht forsch, die ist ja schon älter. Die ist es gewohnt. Die weiß, dass man ihr nichts Böses will. Nee. Und die sucht sich auch ein schattiges Plätzchen bei diesen Temperaturen, nehme ich mal. Oder Sonne. Ah, oder Sonne. Die laden sich praktisch auf wie so eine Batterie. Ach so. Jetzt bin ich total überwältigt. Das hätte ich natürlich auch nicht gerechnet, weil die ist ja richtig was los. Da kommst du ja auch zu nichts mehr viel, oder? Nee. Wie ist es mit Verreisen, Urlaub machen? Ja, das geht ein paar Tage. Okay. Und dann ist aber... Und bist du auch noch in Deutschland ab und zu? Gerne einmal im Jahr, wenn es sich ausgeht, im August. Aber okay, dann brauche ich schon jemanden, der mir die Tiere versorgt. Und wenn du jetzt zurückdenkst über all die Jahre, die du jetzt auf Ibiza schon bist, würdest du es nochmal machen? Oder? Natürlich. Okay. Genau so. Je ne regrette rien. Und gibt es irgendwas, was du aus Deutschland vermisst, wo du manchmal irgendwas zu essen oder irgendwas, was man doch eher machen kann, was man hier auf Ibiza vielleicht nicht machen kann? Ich bin gerne am Meer. Aber das Grüne, dieses saftige Grün und unser Bergsee, unser schöner Eibsee, also das und meine Freunde und natürlich meine Familie an erster Stelle. Diese Tierchen, das machst du alles auf rein privater Initiative. Also da steht kein Verein dahinter. Nein, oder Tierschutz oder irgendwas. Es ist wirklich deine persönliche Herzensangelegenheit. Und die realisierst du hier in deinem... Nun ja, also jedes hat natürlich auch so ein bisschen Geschichte, die kommen. Der ist jetzt gekommen, weil die ein Zuhause für ihn suchten. Das ist ein Rescue vom Festland. Die Ziegen sind auch von meinem Freund, der zu viele hat. Dann, so kam ich zu den Ziegen. Und ihr habt ja noch Platz, also man könnte noch ein paar so Einheiten anbauen, ne? Ja. Oder ist dann auch irgendwann... Nein, um Gottes Willen, also mehr will ich jetzt auch nicht. Ich sage immer so viel, wie ich mit den Eiern, mit dem Verkauf der Eier ernähren kann. Okay, also kann man bei dir auch Eier besorgen? Ja. Also wer hier in der Gegend wohnt, weil jetzt für die touristischen Besucher vielleicht uninteressant, aber wenn jemand hier um der Gegend in San Rafael, kann sich bei dir melden. Der kann sich schon bei mir melden. Es ist halt so viel. Ich habe mehr Kunden als Eier. Die stehen Schlange. Ich stelle mich auch mal schon in die Schlange. Das kann man dann schon mal einschreiben und vorbestellen und dann geht das schon mal gerne. Also die schwören auf meine Eier. Wann stehst du morgens auf immer? 6.30 Uhr, so mit der Sonne. Und du sagst, du machst auch Essen? Also mit den Hühnern. Reis oder was kochst du da ab? Ich koche für die Reis, die kriegen meinen Ingwer. Ah, das ist das Häschen, auch ein kleines Rescue-Häschen. Na, komm mal her. Luna, Mischa. Na, das war kurz auf den Besuch. Aber Luna. Hallo, Häschen. Luna. Komm mal, Bubbele. Komm mal, Bubbele. Ja, das hat sich jetzt aber gewundert. Was ist denn hier jetzt auf einmal los? Da ist sie. Luna, die haben mir auch 2 Kinder gebracht. Okay. Wir müssen nur mit der Sonne ein bisschen aufpassen, sonst haben wir so viel Schattenspiele und Licht und Dunkel. Und, Schau mal, ist schon ganz annehmlich. Würdest du denn jemandem, der überlegt, nach Ibiza auszuwandern, ne? Oder jetzt die Idee hat, oder sagt, ach nee, ich mag dich mehr, ich will auf eine Insel, irgendwas, was du damals vielleicht gelernt hast, so was wichtig ist, wenn man als Aussteiger nach Ibiza kommt, was man da berücksichtigen sollte? Das ist nicht so einfach. Also, bis du da mal Fuß fasst, entweder du hast sehr viel Geld im Rücken oder du hast einen echt guten Plan, womit du Geld verdienen kannst. Und das muss dann auch funktionieren und musst dann auch Glück haben. Und schon schwer. Also ich habe auch so an die 20 Jahre hin und her mit meinem Job. Ich hatte ja Gott sei Dank immer einen kleinen Job, aber so richtig so meinen Hafen gefunden erst nach 20 Jahren. Ja. Manche natürlich, ja, das kommt drauf an bei wem.
Das ist nicht so einfach. Ja. Nee. Und wie ist es mit den, man sagt ja immer, die Versuchungen Ibizas, ne? Also dieses Nightlife und diese ganzen Dinge, die man hier erleben möchte. Hast du dich da ausgeklammert oder hast du da eine Balance gefunden, ein bisschen alles zu genießen, trotzdem hier? Oder? Ach so, nein, aber das habe ich ja alles gemacht als junges Mädchen. Da habe ich ja auch nichts ausgelassen. Okay. Ah, da habe ich doch keine Feier ausgelassen. Also du warst ja auch in den Diskos. Natürlich. Und deswegen bin ich jetzt so satt davon, dass ich brauche das gar nicht. Ach, okay. Gottes Willen, nein. Was ist deine Lieblingsdisco gewesen oder Lieblingsparty gewesen? Cuba Santa fand ich toll. Damals Pascha natürlich. Damals das Kuh war ja noch. Da bist du ja durch dieses Drachenmaul in den Pool geflogen. War vor meiner Zeit. Ich kenne das nur aus so legendären Erzählungen. Ja, und dann natürlich die Afters und dann das Essen und mit den ganzen Leuten zusammen sein. Und da musst du schon langen Atem haben. Ja, ja. Man braucht, es ist kräftezehrend. Das heißt, da, wo du früher normalerweise nach Hause gekommen bist, stehst du jetzt auf. Und jogge. Und jogge. Um die Zeit, ja. Ja. Muy bien. Ich würde sagen, an dieser Stelle erstmal ganz lieben Dank, dass wir hier mal rumgucken durften. Dass du gekommen bist. Sehr, sehr interessant, auch für unsere Zuschauer, einfach mal zu gucken, wie leben denn die normalen Leute. Ah. Gibt es denn da überhaupt normale Leute? Ich weiß nicht. Und wir sind hier mitten in der Natur. Also natürlich Ibiza, was ihr aus den Medien kennt, ist immer dieses Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Jet Set und alles irgendwo so schickimicki, aber das ist eben eine Facette, ja, und die gehört auch dazu, aber es gibt genauso viele andere Facetten, die mit dieser ländlichen Wundergottheit zu tun haben und mit dem ganz normalen, bäuerlichen Leben, weil es ist nun mal eine Bauerninsel, eine landwirtschaftlich geprägte Insel, außer im Sommer, wenn dann hier die Flieger reinkommen. Ja, liebe Tanja, ganz arg lieben Dank, weiterhin ganz viel Spaß, ganz viel Freude. An dieser Stelle, wenn Sie es interessiert, nächstes Mal wieder dabei zu sein, dann gucken Sie mal hier unter dem Video. Da ist so ein kleiner roter Button, da steht Abonnieren drauf. Da ist auch ein Text noch drunter, wenn Sie sich den anschauen. Dann erfahren Sie, wie Sie zu uns finden, auch wie Sie 3 Gratisausgaben des Ibiza Kurier downloaden können. Wenn Sie es interessiert, die Zeitung mal Probe zu lesen, gehen Sie einfach auf Google, das ist das Einfachste, und geben ein Ibiza Kurier gratis. Dann finden Sie es schon direkt da, wo es hingeht. Und in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Sehr sag nett. Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal. Auf bald, tschüss, tschüss. Alles Liebe.